Moin, moin, Leute, und ein kräftiges Moin, moin hinterher. Ich habe hier noch ein Amiibo. Ich weiß nicht, wie man ausspricht. Aber die hat so ein Feuerschwert in der Hand. So also Feuer, glaube ich, darstellen. Die sah gut aus. Die gefiel mir. Also habe ich ein Bedingo besorgt. Die habe ich schon ein bisschen länger hier rumliegen. Ja. Ich weiß nicht, was ihr davon hält. Ich finde die super klasse, diese Amiibo. Und die haben die auch gut verarbeitet. Also bei den Amiibos, also wie ich mir immer aussuche, ich gehe hin, gucke bei Amazon oder so, oder wo, oder bei Mediamarkt oder wo. Die Amiibos sind günstig, doch, die habe ich noch nicht. Die ist günstig, 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 günstig. Nehme ich die meisten mit, wenn die schon günstig ist. Ich habe schon viele unter 10 Euro gekauft. Die günstig nehme ich die mit. Es gibt auch einige, die will ich unbedingt haben. Da war ich am guten Preis. Weil ich sehe nicht ein für eine Amiibo, manchmal wenn die von den 70, 80, 40, 50, 100 Euro haben für eine Amiibo. Das kann ich einfach nicht, will ich nicht bezahlen. Und mehr als 9, als diese 19,90 oder 20 Euro, sagen wir mal aufgrund der 20 Euro, gebe ich für eine Amiibo nie aus. Im Durchschnitt gebe ich so 10 bis 15 Euro für eine Amiibo aus. Aber das ist auch schon gut. Weil ich finde sie einfach geil. Und mir gefallen Amiibos. Was soll man da falsch machen? Das sind die ja in 20 Jahren. Wenn ich 60 bin, das ist knapp 34 Jahre. Bisschen mehr als 34 Jahre. Da bin ich 60. Nee. Stimmt ja gar nicht. Rechnen kann ich auch nicht mehr. 24 Jahre. Rechnen muss gelernt sein. Wenn ich fast 36 bin, sind das 24 Jahre. Tut mir leid, hab ich verrechnet. In ungefähr 24 Jahren, wenn ich 60 bin. Ja? Ist das so? Ja, wenn ich 60 bin, vielleicht sind die bis dahin ganz viel wert und kann ich ganz gut verkaufen. Wer weiß, vielleicht wird mir es da noch einmal produziert, bis ich 60 bin. Wer weiß das? Vielleicht werden die irgendwann noch eingestellt, weil keiner die mehr haben will. Aber so oft wie einige Amiibos wie teuer geworden und ausverkauft sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie nicht gut ankommen bei den Leuten. Das war mal wieder eine neue Amiibo. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Eure Ehrenuhr. Please und out für eine neue Amiibo. Du, 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 du. No, da, da und ciao.